Servus, grüß dich, Servus. Hier ist wieder Andreas Birke, der Bewirker. Und heute wäre ein Beispiel, ja, gestern beim Coaching jemand das Thema hatte, schwieriges Gespräch, Thema anschneiden bei oder in der Partnerschaft, weil die Klientin hätte gerne was gehabt zur Veränderung. Oder dass es ein bisschen anders läuft oder der Partner sich ändert, ist immer schwierig. Dazu werden wir noch ein eigenes Video machen, wie man kommuniziert. Aber mental, als mentale Übung ist da ein Thema, das erlebe ich immer wieder, das wird vergessen, komplett übersehen und ist so kräftig, nämlich das Visualisieren. Also wenn es da, du weißt schon, es kommen Hindernisse, es kommen Probleme, es kommt etwas schwieriger auf dich zu, schwieriger ist auf dich zu, eine schwierige Situation, dann denken wir in Problemen und dazu gibt es eigentlich versteckt, sagen wir mal so, uns fällt es gar nicht auf, im Gehirn immer Bilder. Und was bedeutet visualisieren? Dass du dir bewusst mit deinem inneren Gedanken und Bildern, am leichtesten die Augen dabei zu schließen, diese ganze Handlung, den ganzen Ablauf positiv vorstellst. So wie du ihn gern hättest. Also schreib sozusagen ein Drehbuch und ein positives Drehbuch und stell dir das dann vor. Stell dir das dann vor, wie du da reingehst und wie das positiv verläuft, dieses Gespräch positiv verläuft. Wie bist du drauf? Wie geht's dir? Und dass du ganz entspannt bist, dass diese andere Person oder anderen Personen, wer immer beteiligt ist, auch ganz entspannt ist. Stell dir vor, dass du lächelst und so weiter und so weiter. Mach einen richtigen Kurzfilm in deinen Kopf drinnen und wiederhole das dann immer wieder. Ja? Es gibt ja diese berühmte Geschichte mit der Selbstprophezeiung und du hast viel größere Chancen, wenn du dir da Positives vorstellst, wirklich vorstellst, wirklich visualisierst, also es reicht nicht, du sagst dann, ich habe das Ziel, ich will, dass das und das passiert. Okay? Das ist viel zu wenig. Sondern stell dir das vor, eben, wie du dort sitzt, reingehst, gut drauf bist, entspannt bist, wenn das noch wichtig ist, ist immer wichtig, und dass du lächelst. Stell dir vor, wie du was sagst, ganz entspannt und wie der Gegenüber das merkt, wie der Gegenüber positiv reagiert. Und das geht für alle Lebensbereiche, für alle Situationen. Das kann firmentechnisch natürlich sein, du hast eine wichtige Besprechung oder Einzelgespräch, du hast irgendwas aus, nochmal im Verkauf geht das genauso, stell dir das vorher vor. Oder immer wieder das gleiche, ein Vorstellungsgespräch, hatte ich auch schon immer wieder mal. Und auch da haben wir das dann geübt, obwohl du diese Person nicht kennst und nicht weißt, wer dort ist und du weißt nicht, wie dieses Büro ausschaut und so weiter. Aber stell dir vor, wie bist du, wie gehst du dorthin, wie bist du drauf, wie wirst du reagieren, wie wirst du antworten. Stell dir das in Bildern vor und dazu auch positive Gefühle. Wiederhol das immer wieder. Und ich sage dir eins, die Chance ist riesengroß, dass es dann auch genauso eintritt. Ich bekomme das immer wieder bestätigt. Vielleicht hat der eine oder andere auch schon solche Erfahrungen gemacht, dann kannst du das gerne unten hinschreiben in den Kommentaren. Ich wünsche dir auf alle Fälle damit ganz viel Erfolg. Und wenn dir das gefallen hat, dann Daumen hoch drücken. Und wenn du kein Video versäumen willst, dann freuen wir uns sehr über ein Abo. Alles Liebe, bis zum nächsten Video.